Salut et bienvenue, mes amis. Hier ist Cooles Filmbild. Und heute geht es um einen französisch-italienischen Film aus dem Jahre 1993, der wirklich großartig ist und eigentlich nahezu als ein Film für Filminsider angesehen werden kann. Wenn man bedenkt, dass eine reine Formalität beispielsweise in der TV-Landschaft äußerst selten zu finden ist und tatsächlich erst 2016 eine DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung erlebte, und zwar durch Kochfilms GmbH, bei welcher ich mich an dieser Stelle wieder recht herzlich für die freundliche Unterstützung zu diesem Video bedanken möchte. Denn nur durch diese ist es mir abermals möglich, euch den Film so anschaulich wie nur irgend möglich hier auf Cooles Filmwelt vorstellen zu können. Von daher vielen Dank an Kochfilms GmbH. Und wenn euch die Filmvorstellung letztlich gefallen haben sollte, wäre es cool von euch, mir dies durch einen Like für dieses Video zu zeigen, das Ganze zu kommentieren oder aber ein Abo zu hinterlassen. Worum genau geht es bei einer reinen Formalität? Eigentlich ist es eine reine Formalität, als mitten in der Nacht ein verstört wirkender Mann auf einem Polizeirevier verhört wird. Als klar geworden ist, dass dieser jedoch ein sehr erfolgreicher Autor ist, beginnt der Inspektor, der zu seinen größten Verehrern zählt, sehr zitierfreudig in die Psyche seines Idols einzudringen. Denn er ist davon überzeugt, dass Onoff ein schreckliches Geheimnis in sich trägt. So viel nun erst einmal zur Kernhandlung des Films mit Gérard Depardieu und Roman Polanski in den Hauptrollen, welcher doch eher als Kammerspiel, denn als klassischer Spielfilm zu verstehen und zu sehen ist. Denn außer in wenigen Szenen spielt das Ganze an einem einzigen Ort, nämlich in einem Verhörraum eines wirklich heruntergekommenen Polizeireviers. Und wenn ich heruntergekommen sage, kann man das Wort wörtlich nehmen. Die Wände sehen aus, als hätten sie schon jahrelang keinen neuen Anstrich mehr bekommen. Wenn man es genau betrachtet, fällt sogar schon der Putz von ihnen ab. Berge von Aktenordnern stapeln sich nahezu in jeder Ecke des Raumes, dessen Decke auch nicht ganz dicht ist, da es, zumindest in dieser Nacht, mehr als nur durchregnet. Denn wenige Minuten, nachdem der Film begonnen hat, wobei man aus der Ich-Perspektive einen atemlosen Mann des Nachts durch einen Wald rennen sieht, kann man diesen bei Blitz und Donner sowie strömenden Regen eine Straße entlang laufen sehen, wo er plötzlich von mehreren Polizeibeamten angehalten wird. Da sich der Mann nicht ausweisen kann und zudem auch einen verwirrten Eindruck macht, nehmen die Polizisten ihn mit zur Polizeistation und die eigentliche Haupthandlung, das Verhör, beginnt. Wobei Onoff sich immer wieder in Widersprüche verwickelt. Wie eben bereits erwähnt, taucht der Kommissar dabei in jeder Sekunde tiefer in die Seele des zu Vernehmenden ein. Und an dieser Stelle kann und darf ich eigentlich nichts weiter über den Verlauf des Films sagen, da ich ansonsten spoilern würde. Doch so viel kann ich schon verraten. Der Film, oder besser das Kammerspiel, wartet mit einer unglaublichen Wendung auf, die ich selbst so noch nicht erlebt habe. Ich hatte den Film ja bereits im vergangenen Jahr über Amazon Prime gesehen und mir blieb ab einer bestimmten Situation schier die Luft zum Atmen weg, als die Geschichte begann, sich allmählich zu lichten. Nun, da ich euch diesen Film näher bringen möchte, habe ich mir eine reine Formalität vor dieser Rezension nochmals angeschaut. Und obwohl ich wusste, worum es bei diesem Film geht und wie die letztliche Auflösung der Geschichte ist, hat mich das Ganze nochmals vollkommen gepackt. Denn sowohl Gérard Depardieu als Onoff als auch Roman Polanski in der Rolle des Kommissars liefern einfach ein fantastisches Schauspiel. Beide verkörpern ihre Rolle sehr intensiv glaubhaft. Depardieu zeigt dabei viele Facetten seines Könnens. Manchmal wirkt er fast zerbrechlich, dann wieder aufbrausend oder nahezu neutral und trotzdem vermag er es, in seiner Rolle des Onoff die ganze Zeit über mystisch zu wirken. Als Gegenpart ist Polanski dafür einem Polizisten tatsächlich sehr ähnlich. Eindringlich bis zu einem gewissen Grade zugänglich, beharrlich, zuweilen ebenfalls aufbrausend und mitunter einer Katze, die um den heißen Brei schleicht, sehr ähnlich, um seinem Gegenüber die Wahrheit zu entlocken. Neben diesen beiden Hauptdarstellern gefiel mir persönlich dann noch Sergio Robini in seiner Rolle als Protokollführer sehr gut, denn er spielte sie sehr zurückhaltend und dennoch sympathisch frisch. Bei meiner Recherche zu dem Film konnte ich immer wieder lesen, dass viele Kritiker der Meinung waren, dass eine reine Formalität ab einem gewissen Zeitpunkt etwas in die Länge gezogen wirkt, was das Verhör anbelangt. Dem kann ich mich nicht anschließen, denn mir hat es unglaublich Spaß gemacht, mit jedem einzelnen Schauspieler immer tiefer in das Verborgene hineinzuforschen. Ebenso kann man sowohl international als auch national oft lesen, dass selbst Kritiker den Film, seine Wendung sowie die Auflösung letzten Endes nicht verstanden haben. Und das betraf nicht nur einige Kritiker,
sondern mitunter auch das Publikum. Das kann ich für mich selbst nicht direkt nachvollziehen, da es einen ab einem gewissen Zeitpunkt, wie gesagt, wie Schuppen von den Augen fällt, was der Hintergrund der eigentlichen Story ist, die letzten Endes mehr als nur sehr, sehr tief geht. Was jedoch jeder, der diesen Film noch nicht gesehen hat, wissen muss, ist, dass eine reine Formalität kein Film ist, der zur Entspannung dient. Man kann sich also nicht berieseln lassen. Nein, dies ist ein Film, wo man wirklich jede einzelne Sekunde mitverfolgen und nachdenken muss. Ebenso ist die Fähigkeit des logischen Denkens vonnöten. Wahrscheinlich war dies auch mit ein Grund, weshalb das Kammerspiel bei Kritikern und Zuschauern seinerzeit größtenteils durchfiel. Gedreht wurde der ab 12 Jahren freigegebene Film im Dorf Santo Stefano von Cesano in den Abruzzen, nahe des Waldes Campo Imperatore, an der Grenze zu Rocco Calascio und in der Landschaft von Motta de Conti in der Provinz Vercelli unter der Regie von Giuseppe Tornatore und hat eine Länge von ca. 108 Minuten. Auf Amazon allerdings läuft er in einer Länge von 111 Minuten. Die Musik zum Film stammt vom Filmkomponisten Ennio Morricone und selbst Gérard Depardieu singt hier ein Chanson, das dieses Kammerspiel fast wie einen roten Faden durchzieht und, wie ich finde, eine wunderschön melancholische Melodie und einen fabelhaften Text aufzuweisen hat. Effacez le passé. Wenn ihr euch dieses gerne einmal anhören wollt, so seht ihr jetzt gerade oben in der rechten Ecke meines Videos den Link zum Chanson. Der gesamte Soundtrack zum Film ist entweder auf Amazon, für Prime-Mitglieder im Übrigen kostenlos, oder aber auch allgemein hier auf YouTube in voller Länge verfügbar. Die jeweiligen Links findet ihr wie immer in der unteren Videobeschreibung und die Playlist zum Soundtrack an sich könnt ihr natürlich auch wieder auf Cooles Filmwelt unter dem Tab Playlists finden. Fazit: Das ist wahre Filmkunst auf intellektuell sehr hohem Niveau. Ein ausgezeichneter Film, der sehr, sehr tief geht und eine enorme Wirkung in einem selbst auslöst und den es sich lohnt, mehr als nur einmal anzuschauen. Von daher vergibt Cooles Filmwelt für eine reine Formalität 5 Punkte von 5. Wer diesen Film aufgrund meiner Besprechung nun gerne selbst schauen möchte, für den verlinke ich zum einen den Trailer zum Film sowohl in die obere rechte Ecke meines Videos als auch in die untere Videobeschreibung, obwohl ich anführen muss, dass dieser leider nur auf Englisch verfügbar ist. Und wenn ihr dann Lust und Laune dazu bekommen haben solltet, den gesamten Film sehen zu wollen, so könnt ihr dies zum anderen beispielsweise jederzeit auf Amazon tun, denn dort ist er für Amazon Prime-Mitglieder kostenlos im Stream. Allerdings nur auf Deutsch und ohne Untertitel anwählen zu können. Natürlich gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer Streamingdienste, die eine reine Formalität im Angebot haben. Hierzu verlinke ich euch ebenfalls eine Übersicht dieser in die Videobeschreibung und auch in meinem Abspann findet ihr gleich noch eine kleine Auswahl dessen. Also bleibt dran! Selbstverständlich kann man den Film auch als DVD bzw. Blu-ray erwerben, wo es den Vorteil gibt, das Ganze auch in französischer Originalsprache erleben zu können. Diese Gelegenheit sollte man sich nicht entgehen lassen, selbst wenn man der Originalsprache nicht mächtig ist, da dies noch einmal um vieles intensiver die Handlung vertieft, da die Darstellung der Akteure, insbesondere die von Gérard Depardieu, dabei eine besonders eindringliche Atmosphäre bietet, die einen nahezu flasht, obgleich auch die deutsche Synchronisation sich sehen lassen kann und Depardieu glücklicherweise wieder von seinem Stammsprecher Manfred Lehmann gesprochen wurde. Und auch Polanskis deutsche Stimme passt gut zu ihm, welche von Wolfgang Ziffer geliehen wurde. So oder so, lasst euch diesen Film, der 1994 in Cannes für die Goldene Palme nominiert war, nicht entgehen. Denn solche starken und gehaltvollen Perlen sind in der Filmlandschaft mehr als nur rar. Bis dahin sage ich nun erst einmal, salut à bientôt mes amis.